guten Tag von unserer Seite zum ersten Pressegespräch nach etwas mehr als 8 Wochen mittlerweile. Ich darf bei mir begrüßen hier am Tisch AG-Vorstand Magister Markus Kretschmer und ich darf gleich um Fragen an ihn bitten, die es gibt. Roland Hönig vom ORF möchte beginnen, bitte. Markus, die erfreuliche Nachricht, der Sportminister hat vor wenigen Augenblicken eine Pressekonferenz gegeben, hat gesagt, Ende Mai, Anfang Juni könnte es wieder einen Spielbetrieb geben. Er ist zuversichtlich, es könnte heute noch ein Schlussgespräch stattfinden, am Mittwoch dann schon das Ergebnis präsentiert werden. Wie erfreulich haben Sie denn diese Nachricht entgegengenommen? Ja, schönen Vormittag oder Mittag an alle. Danke, dass ich hier in dem Raum wieder auch einmal zur Verfügung stehen kann. Glaube ich, ist etwas, was wir uns alle gewünscht haben, am Weg zurück in diese Normalität. Ja, zur Mitteilung vom Herrn Sportminister habe ich auch natürlich freudig vernommen, weil sie sich auch mit dem deckt, was wir in den letzten Tagen und Stunden in sehr intensiven Gesprächen haben zu arbeiten versucht haben. Hier natürlich die Bundesliga im Lead mit dem Christian Ebenbauer als Vorstand. Aber es scheint jetzt wirklich so zu sein, dass wir zu einer vernünftigen Lösung in diesen nächsten Stunden oder Tagen kommen, denn wir dürfen eins nicht vergessen, der 15. Mai, der ja immer so als Stichtag genannt wurde, ist schon der Freitag dieser Woche und der ist für die Planbarkeit der Clubs sehr, sehr wichtig und das ist das, was ich immer gesagt habe, wir brauchen Klarheit, wir brauchen Planbarkeit und wir brauchen Perspektive und mit dieser Meldung des Sportministers scheinen wir dem wieder ein Stück näher gekommen zu sein, aber ich möchte über die Ziellinie drüber gehen, wie ich es auch letzte Woche schon gesagt habe, dass wir es dann endgültig wissen. Und das ist in dem Fall eine Verordnung, die es dafür geben muss. Und dann, glaube ich, liegt es an der Liga, sehr schnell die Rahmenbedingungen zu entscheiden. Soll ja mit dem ÖFB-Cup-Finale Ende Mai zwischen Lustenau und Red Bull Salzburg beginnen, um auch hier Klarheit in Richtung der Europacup-Startplätze zu haben, wenngleich natürlich der Europacup für die nächste Saison noch ein großes Fragezeichen ist. Aber das ist auf Ebene der UEFA zu entscheiden und nicht auf der Liga-Seite. Und dann brauchen wir den Restspielplan für die heurige Saison, die ja planmäßig zu Ende zu spielen ist. Und wir brauchen auch die Perspektive, wann können wir im nächsten Jahr quasi die Saison 2021 starten. Da steht jetzt einmal der September im Raum, weil wir immer noch dieses Thema haben und auch das soll ja besprochen werden, dieses Thema der Geisterspiele und wie lange wird uns dieses begleiten. Da gibt es ja auch tagtäglich verschiedenste Meldungen und auch das ist natürlich für die Clubs in der Planbarkeit und auch für die Budgetierung von extremer Bedeutung. Und bitte nicht zu vergessen, auch da haben wir diese Woche noch eine Sitzung für uns auch zum Thema der Young Violets sehr entscheidend, was passiert mit der zweiten Liga, auch für den Rest dieser Saison, aber auch von der Planbarkeit für die neue Saison. Anschlussfrage. Es sollen englische Wochen werden, 2 Spiele pro Woche. Wie sehen Sie das, die Intensität für Spieler nach so einer langen Zeit und nur 2 Wochen wirklich im normalen Trainingsbetrieb? Ist sicherlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Wir haben dem versucht, mit 2 Dingen entgegenzutreten. Das eine ist, und das hat ja der Sportminister auch gesagt, den Spielplan wird letztendlich die Bundesliga zu fixieren haben. Es gibt dort eben 2 Varianten, sehr intensiv mit englischen Wochen zu beginnen und deswegen etwas früher fertig zu sein. Auf der anderen Seite vielleicht doch noch die eine oder andere Entzerrung, auch als Ersatztermin, der möglicherweise zu geben ist. Jedenfalls müssen wir bis Ende Juli fertig sein, vorbehaltlich der immer noch zu lösenden Themen, was die Spielerverträge, was Leihverträge etc. betrifft, da sind wir ja auch noch in intensiven Gesprächen, aber das ist sozusagen die eine Möglichkeit und auf der anderen Seite haben wir in diesem Konzept auch diesen sogenannten 30-Mann-Kader tituliert, sodass die Spieler und Trainer schon auch die Möglichkeit haben, durch gewisse Rotation hier in der Belastung der Spieler darauf Rücksicht zu nehmen, weil das natürlich gerade nach so einer langen Pause für Spieler, Trainer schon eine sehr große Herausforderung dann ist. Und das macht es sicherlich nicht einfacher, aber das sind einfach die Rahmenbedingungen, die wir haben. Und ich glaube, wir sind alle froh und glücklich, wenn es dann wieder losgehen kann, wenn wir spielen können und dass man da den einen oder anderen Kompromiss dafür eingehen muss, glaube ich, ist in Zeiten wie diesen selbstverständlich. Kollege Puls, 24, bitte. Die letzten Wochen haben die österreichischen Fußballvereine ja auch vor große wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Können Sie uns da einen kurzen Einblick geben, wie es da aktuell aussieht und wie sind Sie da auf die nächsten Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre vorbereitet? Wie wird da sichergestellt sein, dass
die Wiener Austria auch weiterhin den Spielbetrieb aufrechterhalten kann. Sie haben vollkommen recht. Neben der gesundheitlichen und auch spieltechnischen Thematik ist das natürlich ein großes Thema für alle Bundesliga-Clubs. Ich glaube, da hat jeder Club seine Hausübungen jetzt einmal dahingehend gemacht, weil Sie haben vollkommen recht. Im Prinzip seit Anfang März, wir haben unser letztes Spiel am 7. März gehabt, haben wir keine Einnahmen mehr gehabt, keine Spiele, die natürlich hier eine Basis sind. Auch das Thema der TV-Rechte, der Sponsoren mussten natürlich abgeklärt werden. Wir bei der Austria haben auf der einen Seite jetzt ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen, um eben für die nächsten Wochen und auch Monate die Liquidität zu halten, um sozusagen lebensfähig zu bleiben. Aber es ist einfach notwendig, eben wie wir es vorher angesprochen haben, zu wissen, was passiert mit dem Ende dieser Saison, weil das natürlich auch den einen oder anderen Einnahmestrom dann auslösen kann. Und was ist vor allem mit der neuen Saison, weil wir hier mit den Partnern, aber auch den Abonnenten sprechen müssen. Wir haben extrem hohe Solidarität erfahren von unseren Fans, was die Abos betrifft, aber auch von den Partnern, was etwaige Rückzahlungsforderungen der heurigen Saison betrifft. Das hilft natürlich sehr. Aber wir müssen jetzt auch einmal wissen, wie können wir die nächste Saison klar planen. Und wenn Sie sprechen eben von den nächsten Monaten, ist das wichtig. Wir haben eine große Grundsatzentscheidung getroffen, auch für die Clubs in letzter Woche in der Bundesliga, indem wir das Lizenzierungsverfahren für die finanziellen Bereiche erleichtert haben. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass es natürlich das Ziel sein muss, auf der einen Seite möglichst viele Clubs im Bewerb zu halten, aber natürlich auch hier wieder eine Planungssicherheit zu haben. Denn wir haben alle nichts davon, wenn wir zwar jetzt die Lizenz bekommen, aber dann brechen uns im September, Oktober, November die Clubs zusammen, weil einfach die Einnahmenstrukturen nicht mehr passen. Und daran arbeiten wir. Wir haben natürlich, wie viele andere Unternehmungen, die Möglichkeiten, die uns hier insbesondere der Staat mit Stundungen gegeben hat, genutzt. Aber ich weise immer darauf hin, Stundung heißt, dass ich Schulden schiebe, die ich irgendwann auch einmal zurückzahlen muss. Und wir müssen jetzt einfach dafür Sorge tragen, dass wir hier vernünftige auch Einnahmenstrukturen finden für die nächsten Jahre. Ich bin aber überzeugt, um Ihren Gedanken weiter aufzunehmen, dass das natürlich den Fußball, diese Krise für die nächsten Monate, wenn nicht Jahre, verändert hat und uns auch noch länger begleiten wird. Und wir jetzt mit den Sponsoren, mit den Partnern, mit den Abonnenten, mit den Mitgliedern die Gespräche führen. Aber was ich spüre, und das macht mich auch sehr stolz, ist, dass wir extrem viel Solidarität von der Austria-Familie, wenn ich diesen Begriff hier nutzen darf, bekomme, auch von den Mitarbeitern, die alle mitziehen, und deswegen bin ich deutlich optimistischer als noch vor einigen Tagen, wenn wir diese Rahmenbedingungen in der Liga schaffen, dass wir auch den Fortbestand der Austria sichern können, auch auf einem vernünftigen Niveau sichern können, denn das ist wichtig. Und ich gebe immer zu bedenken, wir sprechen nicht nur von den beiden Profimannschaften in Bundesliga 1 und 2, wir sprechen von einem Akademiebetrieb, einem Nachwuchsbetrieb, von unseren Frauen- und Mädchenteams, von unseren Special Violets, von dem ganzen Thema Fußballschule, Fußballkindergarten, da hängt so viel dran, das vielleicht da nicht immer im Fokus steht, wo es aber auch um sehr viele Arbeitsplätze geht, und es geht auch um das Rundherum des Fußballs, ja, nicht nur in den Medien, Eventveranstalter, Sicherheit, Catering, also da hängt schon sehr viel dran, und mit dem, was heute eben der Sportminister gesagt hat, und wenn wir das jetzt schaffen, haben wir dann eine Planbarkeit, auf der wir aufsetzen können, aber dann wartet noch sehr viel Arbeit auf uns, also das wären noch ganz, ganz schwierige und herausfordernde Monate für die Clubs. Weil wir auch zum Beispiel die Thematik haben, gibt es den Europacup, wie schaut es am Transfermarkt aus, die ja für österreichische Clubs in den letzten Jahren auch sehr, sehr entscheidende Einnahmenquellen waren. Gibt es noch Fragen? Thomas Muck, ich gesehen. Sportreport, bitte. Markus, ich hätte mehrere Fragen. Die erste ist, du hast angedeutet, es wird Veränderungen geben. Wie glaubst du, könnten diese aussehen? In der Fußballlandschaft jetzt betroffen, ja. Also ich glaube sicherlich, dass wir auf der einen Seite einmal Klarheit schaffen müssen, was rund um die Spiele in Zukunft möglich sein wird, welche Auflagen auf uns zukommen, vielleicht auch abgeschottet auf uns zukommen. Wir sprechen alle davon, dass beispielsweise diese Woche der Restaurantbetrieb, Gasthöfe wieder aufsperren. Es ist für mich dann unverständlich, aber zum Beispiel im Bereich VIP und Hospitality, warum wir hier nicht auch Teile öffnen können. Ja? Punkt 1.
Punkt 2 ist, wie schaut es mit den Zuschauern in den Zuschauerbereichen aus? Ja? Wird das sein quasi Geisterspiel oder ganz? Oder gibt es auch hier Stufen, da gibt es ja auch Überlegungen. Das verbindet uns, glaube ich, auch durchaus mit der Kultur, dass wir vielleicht mit notwendigem Sicherheitsabstand Leute hier ins Stadion lassen dürfen. Ja, wir wollen das. Ich betone das noch einmal, wie es die Kollegen auch von den anderen Clubs immer gesagt haben, keiner der Clubs will diese Geisterspiele, weil wir das Match mit den Zuschauern im Stadion haben wollen. Aber wenn es die Brücke ist, um das notwendige wirtschaftliche Überleben der Clubs zu garantieren, dann ist das einfach wichtig. Aber wir wollen möglichst schnell zur Normalität, ich spreche auch nicht von einer neuen Normalität, sondern von zur Normalität zurückkehren, und das heißt einfach Zuschauer ins Stadion lassen zu können. Aber vielleicht, und damit sind wir hier nicht mehr nur auf dem verbandsrechtlichen Thema, sondern wie wir jetzt gelernt haben, eben vor allem durch Gesetze aus dem Gesundheitsbereich wahrscheinlich betroffen, wird uns das in den nächsten Monaten, bin ich überzeugt, zumindest bis diesen Impfstoff oder die Medikamente gibt, jedenfalls begleiten. Und es wird natürlich auch beeinflussen, was können wir am Transfermarkt machen, was gibt der Transfermarkt her. Austria Wien war immer dafür bekannt, in den Jahren durchaus durch gute Transfers mit der internationalen Bühne hier Teile seines Budgets zu bestreiten. Das wird natürlich auch das ganze Thema des Lohnniveaus bei den Profis betreffen, bei den Abschlüssen. Aber wie gesagt, ich habe dieses Bild verwendet, es ist immer noch ein dunkles Gewässer, in dem wir fischen mit vielen Fragezeichen. Und wir müssen uns da Step by Step vorhandeln. Aber wenn wir es jetzt schaffen, einmal eine Planbarkeit hineinzubringen für den Rest der Saison und der nächsten Saison, dann hätten wir etwas Tolles geschafft. Deswegen wollen wir auch beispielsweise diese wissenschaftliche Studie, die von Red Bull Salzburg initiiert wurde, auf jeden Fall unterstützen, um hier klarzumachen, möglicherweise, dass der Fußball nicht nur Vorreiter sein kann für den Fußball bis in den Amateurbereich, sondern für viele andere Mannschaftssportarten, dass es auch hier valide Daten gibt. Weil das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die wir haben. Wir bekommen jeden Tag verschiedenste Informationen. Jetzt war der Vorfall mit Dresden am Wochenende, der wieder die Schwierigkeit gezeigt hat. Auf der anderen Seite höre ich heute einen Chefmediziner der AGIS, der sagt, eigentlich kann Outdoor das Virus kaum übertragen werden, und auch die Maskenpflicht in vielen Bereichen wird schon wieder hinterfragt. Und wir sind ein Fußballclub, der Vorbildfunktion hat, mit allen unseren Spielern, Betreuern etc., der sich an die Regelungen halten will, aber der natürlich auch einen Betrieb zu erarbeiten hat. Und das sind die vielen offenen Fragen, was ich meine, was sich einfach im Fußball in den nächsten Monaten verändern wird. Wir wollen hier sehr strukturiert an die Sache herangehen, wären oft wahrscheinlich gern schneller und haben hier in diesen Tagen immer wieder lernen müssen, dass wir uns in Geduld üben müssen und es auch immer wieder Rückschläge gibt. Und deswegen habe ich auch vorgesagt, ich möchte über die Ziellinie gehen, ich möchte Klarheit haben, dann können wir die nächsten Schritte aufsetzen, die wir als Club auch vorbereitet haben. Das möchte ich klar sagen. Hier wird tolle Arbeit im Hintergrund geleistet. Wir wissen ziemlich genau, was wir für welchen Fall machen würden. Aber jetzt müssen wir mal abwarten, was sozusagen extern entschieden wird. Nachfrage von mir, wie einfach oder wie schwierig ist in der aktuellen Lage eine mittelfristige wirtschaftliche Planung? Ja, extrem schwierig, weil sie, ich habe es vorher gesagt, das eine ist Liquidität zu halten, ja, und das andere ist aber natürlich etwas aufzubauen. Und deswegen haben wir auch hier Rahmenbedingungen geschaffen mit dem Lizenzierungsverfahren in der Liga, das wir jetzt einmal für die kommende Saison adaptiert haben. Aber die Mammutaufgabe, die natürlich auf uns zukommt, und gerade ein Club wie Austria Wien, der mit deutlich über 50%, schon sogar über 60% gehend von Sponsoreinnahmen sein Budget im Schnitt bestreitet, muss hier natürlich auch mit den Partnern gesprochen werden. Und auch da sind wir damit konfrontiert, dass es in der Wirtschaft auch unterschiedliche Zweige gibt, die halt auch von dieser Krise mehr oder weniger und die meisten aber doch sehr schwer betroffen sind. Und da muss man sich halt auch anschauen in den nächsten Jahren, was betrifft das Thema Sponsoring. Um Ihnen hier vielleicht ein Beispiel zu geben, wenn Sie lesen,
dass die Wettbranche in diesen Tagen durch Wegfall der Spiele, durch Wegfall der Euro 2020, Wegfall der Olympischen Spiele bis zu 90% des Jahresumsatzes verliert, dann wird das natürlich auch für die Fußballclubs, die gerade in dem Bereich viele Sponsoringpartner haben, eine Herausforderung. Und da müssen wir einfach auch reagieren, mit diesen Partnern versuchen, Modelle zu erarbeiten, wie wir sie beim Fußball halten können und parallel dazu die Liquidität zu halten. Und deswegen macht das es extrem herausfordernd und schwer, wirklich hier eine mittel- und gar langfristige Planung zu haben. Ich möchte noch einmal betonen, du bist im Herbst auch immer wieder gesagt, wir haben diesen Plan erarbeitet, wir haben diesen Plan natürlich auch in der Corona-Zeit für uns erarbeitet. Wir für uns wissen relativ genau, was wir wie tun wollen und was dafür notwendig ist. Aber jetzt gilt es einfach auch, die Gespräche mit den Externen zu führen, damit dieser Plan auch umgesetzt werden kann. Roland Hönig-Oreff nochmal. Eine Frage noch, Markus. Die Auswechslungen, die Anzahl der Auswechslungen soll erhöht werden von 3 auf 5. Wird die Bundesliga auch das Konzept annehmen? Naja, das Konzept annehmen geht immer darum, das ist ja etwas, was letztendlich über das internationale Board vorgegeben wird und dann umgesetzt wird. Wenn ich den Christian Ebenbauer am Wochenende richtig verstanden habe, letztendlich von der Bundesliga, denkt man natürlich drüber nach. Ist dann wahrscheinlich auch eine Frage, die natürlich auch letztendlich an den Trainer besser zu richten ist, wie er mit diesen Optionen umgeht. Die einzelnen Themen, die man vielleicht noch hat, und das, glaube ich, hat Christian Ebenbauer auch in seiner Pressekonferenz gesagt, ja, man will sich damit auseinandersetzen. Man muss nur aufpassen, dass dann nicht in den letzten 5 Minuten durch hin und her, also wechseln sozusagen, der Spielfluss komplett unterbrochen wird oder dass es als taktische Maßnahme empfunden wird. Ich glaube, es ist eine vernünftige, temporäre Thematik zu dem, was wir angesprochen haben, durch die hohe Intensität und Belastung hinsichtlich der englischen Wochen. Aber es gilt immer auch darum, den Wettbewerb fair zu behalten. Aber ich denke, ich komme wieder zu dem zurück, wir sind in einer einmaligen Ausnahmesituation, wir sind in der größten Krise der Wirtschaft, der Politik und letztendlich auch des Sports und des Fußballs seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da soll es keine Denkverbote geben. Da muss man aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch vernünftig mit diesen Dingen umgehen. Aber da bin ich überzeugt und ich kann das noch einmal sagen, so wie sich unsere Trainer und Spieler in den letzten Wochen absolut professionell verhalten haben, diese Rahmenbedingungen angenommen haben, glaube ich, werden sie auch mit diesem Thema umgehen, weil jeder will auf diesen Platz zurück, jeder will spielen und jeder möchte, dass es möglichst bald wieder mit Zuschauern geht. Und dafür werden wir alles tun. Und da muss ich auch sagen, sind unsere Leute top, aber auch die bei den anderen Vereinen in Österreich. Puls 4. Sie haben vorhin schon das Lizenzierungsverfahren angesprochen. Da gab es ja zuletzt heftige Kritik aus der zweiten Liga, vor allem vom SV Ried und von Austria Lustenau. Können Sie diese Kritik nachvollziehen? Was sagen Sie dazu? Naja, ich glaube, man muss es ein bisschen unterscheiden. Das eine war unter Anführungszeichen die notwendige Adaption des Lizenzierungsverfahrens, um möglichst vielen Clubs die Option zu geben, im nächsten Jahr dabei zu sein. Denn wenn man die strengen Regeln anwenden würde, des bisherigen Lizenzierungsverfahrens, die notwendig waren, dann würden jetzt schon einige Clubs wahrscheinlich größte Probleme bekommen, die Lizenz zu erhalten. Und dann ist die Frage, welche Wettbewerbe spiele ich, wenn ich über erste und zweite Liga spreche? Wie viele Clubs habe ich denn überhaupt in der ersten und in der zweiten Bundesliga? Das zweite Thema ist, das, was Ried und Klagenfurt geäußert haben, für mich, und ich habe das auch in der Liga-Konferenz sehr offen gesagt, wir haben da nicht mit unserer Meinung hinter dem Berg gehalten, absolut nachvollziehen kann. Wobei ich schon ganz ehrlich sage, Ried in der aktuellen Situation noch ein Stück mehr als Klagenfurt, weil es um das sportliche Thema geht. Und das klare Prinzip muss auch dort sein, versuchen, das sportlich zu lösen. Und wenn das sportlich aufgeht und Ried die Lizenz bekommt, dann soll Ried oder Klagenfurt also als Meister aufsteigen können. Und da muss eben auch der Letzte aus der Tipico-Bundesliga absteigen. Wenn das nicht geht, muss man schon eines vielleicht berücksichtigen, diese Aufstockung auf 14 Clubs in der ersten Bundesliga zieht einen Rattenschwanz nach sich. Da geht es dann natürlich um Einnahmen aus dem TV-Vertrag, aber es geht auch da wieder, sind wir wieder bei der Planbarkeit, um den Spielplan der nächsten Saison. Da wurden 2 Varianten von der Bundesliga rund um das Team vom Spielbetriebsleiter David Reisener ausgearbeitet werden. Die eine Variante hätte vorgesehen einfach nur 26 Spieltage. Das klingt zwar schön auf der Entzerrung, würde aber bedeuten, jeder Club hat wieder nur 13 Heimspiele.
Heimspiele. Das heißt, meine Lizenzunterlagen, die auf 16 Heimspielen eigentlich aufgebaut sind, meine Sponsorenverträge, meine Abo-Verträge, wären wieder zu hinterfragen und würden ja wieder quasi hereinspielen in die wirtschaftliche Ausprägung jeden einzelnen Clubs. Und deswegen war es dann auf Basis der Lage bei aller Solidarität, die natürlich eingefordert wird, einfach eine recht klare Entscheidung, dass dieser Antrag abgelehnt wurde. Ich bleibe dabei, für erste und zweite Bundesliga gilt, unternehmen wir alles, dass wir es sportlich zu Ende bekommen. Durch Disziplin, aber auch da hat sich ja einiges entwickelt, beispielsweise die Tests, die ja immer als sehr teuer dargestellt wurden, da gibt es eben auch über das Sport- und Gesundheitsministerium Signale, dass man die Anzahl der Tests doch deutlich reduzieren könnte. Das würde dann wiederum bedeuten, dass es hier zu Kostenreduktionen kommen kann. Da gibt es auch immer wieder neue Testverfahren. Auch da weiß ich, dass Christian Ebenbauer und sein Team immer wieder auch mit Wissenschaftlern im Gespräch sind. Und vielleicht, jetzt komme ich wieder auf die Studie zurück, können sich aus der Studie, die wir unterstützen, hier Rückschlüsse gezogen werden, die uns dann gerade, was den Herbst betrifft, die Möglichkeit geben, hier schon Maßnahmen schneller umzusetzen. Aber das Ziel muss sein, bringen wir sportlich zu Ende, unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, und daher wurden die Anträge von Ried und Klagenfurt auch abgelehnt. Gut, ich sehe keine Fragen mehr. Dann sagen wir Dankeschön an den Vorstand, Magister Markus Kretschmer, für das ausführlichen Statement. Ich sehe bereits den Trainer.